ein Flughafen im Blackout, eine Oberleitung ohne Strom und eine Ampelanlage lahmgelegt. Und auch auf dem Rollfeld des größten deutschen Flughafens rollt plötzlich nichts mehr. Wichtige Dinge unserer Infrastruktur auf einmal komplett außer Betrieb gesetzt. Doch wie kann das sein? Heute bei Das Thema checken wir, wie leicht unser Leben außer Kontrolle geraten kann. Frankfurter Flughafen, 5. August, 23 Uhr. Plötzlich ist es dunkel am Airport. Nichts geht mehr. Kaum Licht, Notbeleuchtung, gruselig. Das Terminal in gespenstischer Atmosphäre. Doch was ist passiert? Denn immerhin hat der Saboteur bis zum Beginn des Nachtflugverbots gewartet. Sind es etwa schon wieder Klimaaktivisten? Wir erinnern uns, vor 2 Wochen haben sich Leute auf dem Rollfeld des Frankfurter Flughafens festgeklebt und für ein riesiges Chaos gesorgt. Ich weiß einfach, dass es das Richtige ist, nicht zuzuschauen. Na, was hier richtig oder falsch ist, darüber lässt sich streiten. Die Auswirkungen auf den Flughafen waren jedenfalls heftig. Gut 250 Flüge gestrichen. Heute Morgen war es dagegen einfach nur 4,5 Stunden dunkel. Sonst passierte nichts. Und der Verantwortliche für die Dunkelheit konnte dann auch schnell gefunden werden. Gut gelaunt, graubraune Haare und eine Anmutung, als könne er kein Wässerchen trüben. Nein, es ist nicht von Ministerpräsident Boris Rhein die Rede. Die Rede ist von einem Siebenschläfer. Der kleine Nager hatte für einen Kurzschluss in der Umspannanlage Flughafenmitte gesorgt. Und Sie kennen das auch wahrscheinlich aus dem privaten Umfeld. Auch da haben wir mal den Fall gehabt, dass der Markus sich im Fahrzeug breit gemacht hat. Das ist nie mit 100%iger Sicherheit auszuschließen. Wegen des Nachtflugverbots hat es am Airport selbst aber keine Probleme gegeben. Nur der Siebenschläfer selbst hat die Beißattacke leider nicht überlebt. Und es ist nicht das erste Mal, dass uns ein Tier die Lichter ausknipst. Diese Storchenfamilie will doch eigentlich nur ein gemütliches Zuhause haben. Mit fatalen Folgen, sagt Markus Ullersberger vom Stromanbieter OWAG. Das kann letzten Endes die Folgen haben, dass es zu einem Kurzschluss an den Masten kommt und dass dann leider Gottes vielleicht ein Storch dann niederraucht oder es auch, was für uns natürlich und für unsere Kunden schlecht ist, dass es zu einem Stromausfall kommt. Eigentlich soll er doch die Babys bringen, stattdessen bringt er den Stromausfall. Letzte Woche war es schon recht häufig. Das war ein bisschen lästig, weil wir so auf die Uhren stellen mussten drin. Dann so 2-3 Minuten später ist dann der Strom wieder da gewesen. Dann hat natürlich erstmal der Herd gehupt, weil die Uhr nicht richtig ist. Doch wie kommt es zum Stromausfall? Es gibt im Prinzip 2 Möglichkeiten, wie ein Storch den Kurzschluss verursachen kann. Einmal könnte es sein, er baut ja Nester. Die baut er aus Stöcken, die eine gewisse Länge haben und die werden ja nur locker zusammengesteckt. Und wenn sie jetzt gerade eine schlechte Witterung haben, also schlecht bedeutet feucht, Regen oder sowas, und so ein Ästchen fällt ein bisschen tiefer runter und der bildet dann mehr oder weniger einen Kurzschluss zwischen dem Nest und der Leitung, was natürlich sehr schlecht für den Storch ist. Ne, da gibt es halt einen Kurzschluss. Aber auch die Verrichtung der Notdurft ist auf den Strommasten für die Vögel lebensgefährlich. So ein Storch, der hat leider einen ziemlich heftigen Strahl beim Kacker machen, wenn er, ja. Und damit könnte er auch einen Kurzschluss machen. Und das wäre natürlich für den Storch das letzte Mal gewesen, dass er auf Toilette gegangen ist, weil dann ist er Geschichte. 110.000 Volt liegen auf den Hochspannungsleitungen. Da brat mir doch einer einen Storch. Oder hoffentlich nicht. Was sagt ihr zu den tierischen Totalausfällen? Schreibt's uns in die Kommentare. Rüber nach Neu-Isenburg. Hier treibt jemand anderes sein Unwesen und legt kurzerhand eine Ampel lahm. Ich könnte es mir niemals vorstellen, dass eine Schnecke eine Ampel kloppt, also platt macht. Ne? Also eigentlich unmöglich. Ist aber so. Der Übeltäter tatsächlich eine Nacktschnecke. Die Bürger finden es super, denn ihr Verhältnis zu Ampeln ist in Neu-Isenburg anscheinend nicht so prickelnd. Man könnte schon manchmal eine Ampel kaputt treten. Ne? Also wenn man lange steht, 5 Minuten und so, da würde ich mich schon, manchmal reg ich mich auch darüber auf. Vor allem hier, also die dauert ja ewig, bis die mal grün wird. Da steht man ganz schön lang an. Also ich nehme es der Schnecke nicht übel. Kann ich nachvollziehen, ja. Die Schnecke hat's gerichtet. Doch woher kommt die Ernährungsumstellung auf den Kabelsalat in einem Schaltkasten? Ich weiß, dass das Schnecken auch Papier und Pappe anraspeln. Das sieht man richtig auf der Oberfläche. Vielleicht waren da ähnliche Strukturen. Vielleicht hat diese Nacktschnecke aber auch nur unglaublich viel Feuchtigkeit an der falschen Stelle abgegeben und einen Kurzschluss verursacht. Und das sind die sterblichen Überreste der armen Schnecke im Steuergerät der Ampelanlage.
Die ist ein bisschen durchgebrannt. Also ja, vielleicht konnte man sie dann essen, weil wurde geschmacklich, ne? Schön geröstet. Okay, wow. Schnecke tot, Ampel auch. Übrigens hat das Ersatzteil 20.000 Euro verschlungen. Für weitere tierische News aus Hessen, lasst uns gerne ein Abo da.